1. Mensch Maria, wo bleibst du denn? Der Film fängt gleich an. Das tut mir echt leid, aber ich musste über 10 Minuten auf den Bus warten. Der ist viel zu spät gekommen. Warum, weiß ich aber auch nicht. Stau gibt es ja um diese Uhrzeit eigentlich gar nicht. Naja, wenigstens war der Bus fast leer und ich hatte einen super Sitzplatz. Kauf doch schon mal die Karten. Ich bin gleich da. Ja, okay. Mache ich. Bis gleich. 2. Ich warte jetzt schon eine halbe Stunde auf dich, Tom. Ja, ich weiß. Ich bin auch gleich da. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, was hier los ist. Überall Stau, Busse, LKWs und Millionen Autos. Hat dir dein Navi keinen besseren Weg gezeigt? Doch, aber ich habe gedacht, es ist schneller, durch die Stadt zu fahren. Aber ich bin gleich da. Ah, da ist doch schon ein Parkplatz. Bin in 2 Minuten bei dir. Tschüss. Ja, hoffentlich. Tschüss. 1. Ich fahre immer mit der S-Bahn. Das ist praktisch, aber die Fahrkarten sind teuer. Und morgens bekomme ich oft keinen Sitzplatz und muss stehen. Aber ich stehe nie im Stau. Das ist doch toll. 2. Ich fahre immer mit dem Fahrrad. Das geht schnell und kostet nichts. Aber wenn es regnet oder schneit, ist das natürlich nicht so schön und auch ein bisschen gefährlich. 3. Also ich fahre mit dem Auto, das finde ich am praktischsten. Da ist es immer schön warm und ich kann Radio hören. Ich kann fahren, wann ich will und muss nicht ewig an einer Haltestelle warten. Aber natürlich stehe ich oft im Stau und die vielen roten Ampeln, das ist stressig. 4. Entschuldigung, ich suche das Kaufhaus Müller. Das ist ganz einfach. Gehen Sie hier durch den Park. Durch den Park? Und dann? Dann gehen Sie an der Post und am Supermarkt vorbei. Dann sehen Sie eine Kirche. Und wohin gehe ich, wenn ich an der Kirche bin? Dann sind Sie schon da. Gegenüber von der Kirche ist das Kaufhaus Müller. Vielen Dank. Bitte. Hallo Patrick, hier ist Luis. Du, kannst du mir schnell sagen, wie ich zu dir komme? Ich finde deine Adresse gerade nicht. Ich bin gerade aus der U-Bahn ausgestiegen. Ja klar, du gehst an der U-Bahn durch das Kaufhaus. Wenn du aus dem Kaufhaus kommst, gehst du nach rechts. Dann gehst du an der Bäckerei vorbei. Du gehst bis zu der Kirche. Da gehst du nach links und dann ein Stück geradeaus. Dann kommt eine Bank. Gegenüber von der Bank wohne ich. Ah, super. Dann bis gleich. 1. Führerscheinprüfung. 2. Fahrkartenschalter. 3. Versicherungskarte. 4. Zugfahrkarte. 5. Bushaltestelle. 6. Bahnhofshalle. 7. Verkehrsproblem. 8. Kinderabteil. 9. Zugverspätung. Ich muss noch einkaufen. Kommst du mit? Ja, klar. Fahren wir mit dem Auto? Dann müssen wir die Sachen nicht tragen. Ach nee, wir brauchen nicht viel. Da können wir auch zu Fuß gehen. Na gut. Ein bisschen frische Luft ist auch schön. Frische Luft habe ich eigentlich jeden Tag genug. Für den Weg mit dem Fahrrad ins Büro brauche ich ja fast eine halbe Stunde. Aber dann habe ich auch gleich Sport gemacht. Und billiger als die Straßenbahn ist das auch. Deshalb musst du auch nicht ins Fitnessstudio gehen, so wie ich. Blöd, dass das so weit weg ist und ich dann nicht mit dem Rad hinkomme. Die U-Bahn fährt dort auch nicht. Die Busfahrt ist immer so langweilig und nach dem Training bin ich oft müde und schlafe fast ein.
Sag mal, wenn wir am Sonntag an den See fahren, dann nehmen wir den Zug, oder? Das klappt doch auch immer gut, wenn wir in die Berge fahren. Dann stehen wir nicht wieder mit dem Auto im Stau. Ach, ich weiß nicht. Wenn wir in die Berge fahren, finde ich den Zug gut. Aber wenn wir an den See fahren, ist das nicht so praktisch. Da muss man vom Bahnhof so weit laufen. Komm, wir nehmen lieber das Auto. Na gut, aber du fährst. Ja klar, kein Problem.